Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Layton's Mystery Journey, Catch Riel und die Verschwörung der Millionäre. Im letzten Part haben wir weitere Schrecken aufdecken können, wie zum Beispiel auch diesen hier mit dieser creepy Puppe, die hinter dem Spiegel war, wie wir sehen können. Können wir uns am besten auch nochmal kurz durchlesen, was wir denn beim letzten Mal so genau alles aufgedeckt haben. Der versiegelte Keller. Wir konnten ermitteln, dass die manische Mariette, manische Marionette, voll schwierig, nur eine Aufziehpuppe war. Und wir haben den Eingang in den versiegelten Keller gefunden, der hinter dem Kamin im Foyer versteckt war. Was könnte dort in den Tiefen verborgen sein? Das werden wir nur auf eine Art und Weise herausfinden. Genau, hier von dem Spiegel steht da jetzt noch gar nichts, aber auf jeden Fall haben wir das trotzdem da beim letzten Mal halt herausgefunden. So, und jetzt will ich dann wieder zurückgehen zum Eingangsbereich, genau. Weil jetzt fehlt uns nur noch ein einziger weiterer Schrecken, den wir jetzt noch aufklären wollen. Das ist das mit dem Wiedergänger. Und wenn wir den noch lösen, dann dürfen wir den Fall dann eigentlich aufklären können. Das ist eigenartig, kein Booster. Aber er war doch hier drin, oder nicht? Schaut mal! Da ist ein Gespenst! Buh! Buh! Ja, war ja bestimmt voll echt. Wo ist es hin? Es ist einfach verschwunden. Nein, es ist in den Gang dort hinein. Oh, hört mal, ich kann Schritte hören. Da geht wohl jemand die Treppe hoch, oder etwas? Kommt alle mit, ihm nach! Okay, das Finale findet dann in dem Zimmer von der Solatär statt, wie es scheint. Habe ich jetzt eigentlich hier schon alles gesehen? Schon, ne? Was hier noch? Ja, da sagen die einfach noch Sachen dazu. Ich glaube, ich dürfte schon das meiste hier gesehen haben. Ja, das will ich mir nicht nochmal angucken eigentlich. Ja, creepy, ich weiß. Ja, okay, die sagen noch was dazu. Ich hätte nie gedacht, dass es nur ein Apparat war. Genau, okay. Dann auf jeden Fall will ich gleich weitergehen, weil ich das dann ganz gerne aufklären will, weil ich wissen will, was es mit dem Gespenst auf sich hat. Geht es Ihnen gut, Sola? Meine Güte, was ist denn los? Sie sehen ja alle totenblass aus. Wo ist das Gespenst? Wir waren ihm doch dicht auf den Fersen. Aber hier scheint es nicht zu sein. Es ist verschwunden. Haben Sie denn nichts gesehen, Sola? Hm. Ist jetzt irgendwo hier? Okay. Ich weiß nicht, wo ich jetzt suchen soll. Unter dem Bett vielleicht? Oder so? Oder hier beim Spiegel? Es gibt ein paar Orte, wo sich das verstecken könnte. Hinterm Vorhang? Oder muss ich auch mit ihr einfach reden? Ah, nee, ich soll sogar mit ihr sprechen. Okay. Dann ist hier doch nichts. Ansonsten. Nee. Ja, okay, dann hier auch nicht. Nee. Dann rede ich halt mit dir. Und das war wahrscheinlich das letzte Rätsel für diesen Fall, schätze ich mal. Oh je, Sie wurden doch nicht etwa von einem grausigen Gespenst heimgesucht, oder? Nun, wir haben zumindest eine geisterhafte weiße Gestalt gesehen. Ach du meine Güte, das Haus ist also wirklich verflucht. Haben Sie denn selbst nichts gesehen, Sola? Nein, nichts. Aber ich bin auch die ganze Zeit in diesem Zimmer gewesen. Nun, in diese Richtung war das Gespenst unterwegs. Und es gibt kein anderes Zimmer, in das es verschwunden sein könnte. Wollen Sie damit etwas sagen, Catriel, dass es durch die Wand gegangen ist? Nun, Gespenster sind, feinstoffliche Wesen. Es könnte auch einfach verschwunden sein. So wie sie manchmal auch einfach, wie aus dem Nichts erscheinen. Sola, haben Sie irgendeine Ahnung, warum in Ihrem Haus Gespenster umgehen? Nein, nicht die geringste. Aber ich habe das Gefühl, dass ich manchmal nachempfinden kann, wie sich ein Geist wohl fühlen muss. Was genau meinen Sie damit? Ganz allein in der Dunkelheit. Die armen Gespenster sind bestimmt so einsam, denke ich mir. Ich glaube, sie streifen eigentlich auf der Suche nach Gesellschaft umher. So wie bei diesem Rätsel. Oh, voll poetisch irgendwie. Auf jeden Fall gleich wieder ein Rätsel, sehr schön. Nämlich Rätsel 66, Schwarz-Mais für 55 Pikarat. Oh, das sieht cool aus. Die schwarzen Gespenster wandeln auf weißen Wegen. Die weißen Gespenster auf schwarzen. Sie wurden im Schwarz-Weiß-Labyrinth von ihren Freunden getrennt. Verwende die fünf Felder, um die Wege zu verbinden, damit die weißen Gespenster vereint werden und die schwarzen Gespenster ebenso. Schiebe die Felder, um sie zu bewegen und das Labyrinth im rechten Bild zu vervollständigen. Die bereits platzierten Felder können nicht bewegt werden. Das hört sich voll interessant an. Also so ein bisschen puzzeln, aber noch kombiniert mit dem Labyrinth. Das ist echt ganz cool. Kann ich die auch drehen? Nein. Nur verschieben. Das ist ja dann machbar, oder? Weil wenn ich die auch drehen könnte, wäre es schwieriger. Aber nur verschieben, das dürfte ja jetzt dürfen wir hinkriegen. Okay. Also weiß kann nur auf schwarz laufen und schwarz nur auf weiß. Das ist echt sehr interessant. Also wir können mal kurz gucken. Hier ist ein weißer Geist und auch hier. Deswegen, ich muss dann die hier irgendwie da zueinander bringen. Am besten solltet ihr hier so irgendwie durchlaufen, bei diesem Weg. Und dann hier so unten rum und dann hier irgendwie hinkommen. Oder so. Und
der Schwarze sollte am besten auch hier unten rum und dann hier so rein. Ich meine, der könnte aber auch so ganz, ganz tricky hier den mittleren Weg nehmen und hier so und dann von hier aus hier irgendwie hinkommen. Das würde auch gehen. Also ich habe da ein paar Möglichkeiten, wie das funktionieren könnte. Na, mal gucken. Ich habe sogar den Eindruck, dass es wirklich dann am Ende ein relativ komplizierter Weg wird, den wir dann so entlang gehen müssen. So, ich will erstmal gucken, welches von den Puzzlestücken überhaupt nur hier Sinn machen kann. Das hier würde Sinn machen, weil dann eben der weiße Geist da so hinkommen könnte. Ich will noch mal kurz was überprüfen. Weil ich meine, die einzige Möglichkeit, wie der weiße Geist, machen wir mal kurz weg, wie der weiße Geist zu dem anderen kommen kann, ist ja, dass er diesen Weg benutzt, oder? Ja, nicht unbedingt, weil, ja, ich meine, er könnte ja auch noch hier so an diesem einen schwarzen Fältchen vorbeilaufen, dann hier so unten rum. Das würde auch noch gehen. Aber das sind die einzigen beiden Möglichkeiten, weil nach oben kommt er nämlich gar nicht, weil hier nämlich überall weißen Weg ist. Genau. Das würde zum Beispiel halt heißen, dass das hier nicht sein kann, weil nämlich dann der obere weiße Geist eingesperrt ist. Das wird nicht funktionieren. Und das geht auch nicht. Deswegen, ich packe mal am besten die beiden. Kann ich die irgendwie. Ich kann die nicht verschieben, leider hier links. Okay. Auf jeden Fall, das geht schon mal nicht. Und der hier geht auch nicht. Also was habe ich da überhaupt für Möglichkeiten? Der würde da so halbwegs Sinn machen. Und der da auch. Und der da nicht, weil da habe ich auch keine Verbindung. Genau. Also da links können überhaupt nur zwei von den Puzzlestückchen Sinn machen. Und welches macht denn am ehesten Sinn? Also entweder das hier oder das hier. Ich wäre eher für das hier, weil nämlich dann der schwarze Geist da unten dann sogar so einen ganz, ganz tricky Weg da oben entlang gehen könnte und dann oben rum zu dem anderen irgendwie vielleicht hinkommen könnte oder so. Keine Ahnung. Ich meine aber erstmal noch den unteren Weg von dem weißen Gespenst. Wie könnte das noch funktionieren? Lass mal kurz gucken. Nee. Nee, schon mal falsch machen, aber dann das hier weg. Und den da hier rein. Dann hier so nach oben. Nee. Nee, es passt alles nicht. Das ist nicht so einfach auf jeden Fall. Aber kriegen wir schon hin. So. Mhm. Da kommen jetzt die weißen Gespenster zueinander hin. Schon mal ganz gut. So, jetzt habe ich noch das Teil hier. Passt es jetzt schon? Nein. Weil die schwarzen kommen nicht zueinander hin. Ja, das ist echt interessant, das Rätsel. Gefällt mir auf jeden Fall. Die kommen nicht zueinander hin. Okay, da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Ich meine, was mir sogar auch gerade aufgefallen ist, ist, dass die weißen Gespenster vielleicht sogar auch einen noch viel komplizierteren Weg entlang gehen müssen, als ich denke. Weil vielleicht ist es sogar so, dass der hier so entlang läuft und dann hier sogar oben rum. Hier so und dann von hier aus irgendwie hinkommt. Das kann sogar auch sein. Das wäre dann ziemlich kompliziert, aber ich könnte es mir vorstellen. Sogar. Was würde denn eigentlich da oben für einen Sinn machen? Das hier? Macht das Sinn? Ja, geht so. Das hier? Macht auch geht so Sinn? Das hier macht, ja, ich meine, das macht gar keinen Sinn. Ich muss auch zugeben, das Teil hier finde ich auch am schwierigsten einzubauen, weil das an den wenigsten Orten Sinn macht. Am ehesten noch hier, finde ich. Hier macht das am ehesten Sinn. Und dann halt oben. Ja, vielleicht das hier und dann noch hier. Passt es jetzt? Nee. Okay, jetzt ist es interessant. Jetzt kann ich die schwarzen Geister zueinander bringen, aber die weißen nicht mehr. Kann ich da jetzt irgendwie was vertauschen, dass es dann noch funktioniert? Hier so? Nee. Ja, ist auf jeden Fall nicht einfach, wie gesagt. Aber ich finde es cool. Vielleicht ist auch schon das hier falsch. Aber das glaube ich eigentlich weniger. Weil wie gesagt, hier links haben ja überhaupt nur zwei Puzzleteile überhaupt irgendwie Sinn gemacht. Und das hier hat nochmal mehr Sinn gemacht, als das andere, das überhaupt noch möglich war. Deswegen, ich glaube schon, dass das hier richtig sein muss eigentlich. Weil es da wirklich mit Abstand am meisten Sinn macht, wie ich finde. Wenn ich jetzt nochmal versuche, das hier woanders hin zu bewegen, zum Beispiel hier hin. Macht das denn hier Sinn? Ja, eigentlich nicht. Nee, macht's nicht, weil ich nämlich dann die weißen Geister auf gar keinen Fall mehr zueinander hinkommen kann. Da mal in die Ecke packen, vielleicht? Ja, das kann aber so auch nicht sein.
So rum. Jetzt ist da wieder kein nahtloser Übergang. Das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich halt auch wieder den Fall wie gerade eben, dass die schwarzen Gespenster schon sind, aber da kommen auch die weißen nicht. Puh. Ja, ist echt schwierig, finde ich, aber ich finde es auch cool. Wenn ich doch das da oben nochmal anders mache, machen wir mal kurz die am besten alle hier weg, weil die ja alle nicht so ganz passen. Wenn ich hier oben ein anderes hinpacke, nicht das hier, sondern stattdessen... Welches macht noch Sinn? Oder im Prinzip, welches macht noch Sinn von denen? Macht das noch Sinn? Das könnte auch noch vielleicht Sinn machen. Eventuell. Und dann... Das macht aber hier keinen Sinn. Das auch nicht. Das noch am ehesten. Nee. Das kann doch nicht wahr sein. So. Ah, jetzt passt's. Oder? Ah nee, tut's nicht, verdammt. Das kann doch... Mann, das kann nicht wahr sein. Ich dachte, ich hätte es jetzt. Ich hab's immer noch nicht, weil es nämlich wieder die Weißen nicht zueinander kommen. Alter, das ist voll schwierig, das Rätsel. Aber wie gesagt, ich find's auch echt cool. Jetzt habe ich auch schon eigentlich fast alle Möglichkeiten durch. Ist es doch echt so, dass der falsch ist? Ich werde es mal dann kurz jetzt anders austesten, wenn ich jetzt wieder nicht drauf komme. Dann gleich werde ich dann auch bald Hinweise benutzen, weil ich schon auch mal bald irgendwann lösen will. Machen wir mal kurz am besten alles schnell weg, es tut mir leid. Okay, also das hier kommt nicht hier nach links. Oder vielleicht auch doch, und ich habe jetzt halt genau die eine Möglichkeit nicht getestet, die dann schon richtig ist. Welches hat jetzt überhaupt noch Sinn gemacht? Das hier nicht. Das hat noch Sinn gemacht, so halbwegs. Das hier nicht, weil ich da auch wieder keinen Übergang habe und das auch nicht, genau. Also das Einzige, was überhaupt noch irgendwie gehen kann, ist, ne, welches war das nochmal? Ist das hier, genau. So, kriegst du jetzt irgendwie hin. Wir gucken einfach mal. Also der Weiße, der obere Weiße muss auf jeden Fall wieder hier dann so unten rum entlang gehen. Ja. Und das schwarze Gespenst muss übrigens auch untenrum entlang gehen, weil nämlich da oben kein weißer Durchgang jetzt irgendwie entstanden ist. Was mir nicht so ganz gefällt, ehrlich gesagt. Das ist auch ein bisschen blöd schon wieder. Und das gefällt mir wieder schon nicht ganz, ganz gut, muss ich zugeben. Aber, na gut. Nee. Ja, ich meine, eigentlich kann der da auch nicht wirklich hinkommen. Das ist echt schwierig, finde ich. Das ist echt schwierig. Der macht da ja auch mal überhaupt keinen Sinn. Der da. Auch nicht. Nee, irgendwie ist es alles sehr, sehr doof. Weil ich meine, wie kann ich es jetzt überhaupt schaffen, die schwarzen Geister hinzukriegen? Kann ich das überhaupt irgendwie jetzt, jetzt machen? Ich glaube nicht wirklich, weil der passt da nicht. Weil da gibt es dann keinen Weg mehr. Und bei dem sowieso nicht. Bei dem hier würde es einen Weg geben, nämlich dann unten rum. Aber ich kann es nicht schaffen, dass sowohl dann der schwarze Geist, also der weiße, dann da von da aus jetzt nach oben gehen können. Das kann ich nicht hinkriegen. Mit keinem der Teile. Weil hier würde zwar dann der weiße Geist nach oben kommen auf dem schwarzen Weg, aber der weiße, oder anders gesagt, der schwarze Geist auf dem weißen Weg, alles sehr kompliziert, wäre wiederum eingegrenzt. Deswegen, das kann nicht funktionieren. Hier ist auch wieder der schwarze Geist eingegrenzt. Und bei dem letzten Teil auch. Deswegen, nee, das kann nicht sein. Das hier ist dann nicht richtig. Es ist schon so richtig, dass das hier dahin muss. Das macht ja auch mit Abstand am meisten Sinn. Ich habe nur halt gerade eben genau die Möglichkeit nicht hinbekommen, die dann letztendlich funktionieren wird. Das ist halt jetzt blöd. So, jetzt nochmal. Irgendwie so muss es gehen. Da bin ich mir relativ sicher. So. Ich muss jetzt irgendwie das schaffen. Aber ich will halt erstmal die schwarzen Geister zusammenbringen. Kann ich es irgendwie von hier aus jetzt direkt schaffen? Nee, so aber nicht ganz, leider. Mann, 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 ey. Gibt's noch nicht. Muss ich da jetzt wirklich mit dem... Ich meine, muss ich wirklich mit dem schwarzen Geist so einen Mega-Umweg da gehen? Das kann ich eigentlich fast gar nicht glauben. Hab ich's jetzt? Ah, jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Ja, ich hab's. Okay. Gott, ey. Das war jetzt echt schwierig. Sag mal, kurz dann den schwarzen Weg einzeilen. Das ist nämlich... der hier. Und der weiße Weg ist der hier. Und wir haben's. Huiuiui. Das ist ein besonders interessantes. Und so macht man das. Aber echt cool, hat mir sehr gefallen. Schwarz-Weiß-Ball, jetzt ist das Labyrinth wieder verbunden und die Geisterpaare sind wieder vereint. Gruselige, tolle Leistung. Vielen Dank. Die Leute haben solche Angst vor Gespenstern, nicht wahr?
Aber sogar Gespenster können Freunde haben. Im Gegensatz zu mir, die ganz allein in diesem lächerlich großen Haus ist. Okay, also wenn wir mal annehmen, dass Booster tatsächlich schuld ist und dass er diesen ganzen Quatsch gemacht hat, dann war es sein Ziel, dass er die Sola hier halt so total allein werden lassen will. War das jetzt korrektes Deutsch? Keine Ahnung. Dass sich halt von allen ausgrenzt und auch keine Freunde mehr hat, wie sie gerade sagt. Das war dann wahrscheinlich sein Ziel. Die Frage ist, warum will er ihr das antun? Aus welchen Gründen? Das habe ich noch nicht verstanden. Sola. Ich schätze, das Gespenst, das wir gerade gesehen haben, war der sogenannte wandelnde Wiedergänger. Ja, und diesmal gab es keine Anzeichen für Tricksereien. Im Gegensatz zu den anderen 5 scheinbar übernatürlichen Phänomenen. War es einfach Booster, der jetzt unter dem Laken steckt, oder wie? Also möglicherweise war es, ja holla, ein echtes Gespenst. Natürlich war es das nicht. Es war ganz sicher auch eine Trickserei. Ein wandelnder Wiedergänger irrt umher und sucht Gesellschaft. Ein wandelnder Wiedergänger sucht Gesellschaft. Ist es so, dass hier der Booster auch... Ja, okay, ich werde dann gleich was dazu sagen. Moment, aber erstmal darf Sketchy lösen. Yay! Diese Schreckensgeschichte kannte Frau von Doppelpfund. Sie erzählte von einem wandelnden Wiedergänger, der durch die Gänge des Teerhauses streift. Okay, ist es so, dass der Booster auch in Wahrheit sehr, sehr einsam ist und auch nur Freunde suchen will? Und deswegen will er die Sola so isolieren, dass er sich dann noch mehr um sie kümmern kann als Butler und dass er dann sie als Freundin gewinnt? Oder so? Ich habe keine Ahnung. Also ich meine, wenn das wirklich sein Motiv ist, dass er halt auch einsam ist und er auch Freunde finden will, dann ist es definitiv die falsche Herangehensweise. Das kann ich ihm auf jeden Fall sagen. Ich gehe mal nochmal kurz zurück. Passiert jetzt noch irgendwas? Nee, oder? Nein. Okay, also wir haben den Fall gelöst. Wir haben jetzt herausgefunden, dass 5 von den Schrecken nur Tricksereien waren und die 6. war aber halt schon auch nur eine Trickserei. Da hat sich halt jemand unter dem Laken versteckt. Und das war definitiv Booster, weil der ist jetzt nämlich bei den ersten 5 Schrecken immer aufgetaucht, beim 6. aber nicht. Deswegen, er war definitiv das Gespenst. Und er war es auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das Motiv habe ich noch nicht so ganz verstanden. Das war jetzt natürlich schon sehr interessant, was da jetzt halt, ja, die Akten, was da jetzt die Sola noch gesagt hat, dass Gespenster auch nur einsam sind und Freunde finden wollen. Aber ich meine, hat er da nicht denn bessere Möglichkeiten, als die da so zu Tode zu erschrecken und in die totale Einsamkeit und Verzweiflung zu bringen? Glaubt er wirklich, dass er so ihre Freundschaft gewinnt? Ist das sein Ziel? Also irgendwie ist das, glaube ich, auch ein bisschen verworren alles. Aber das wäre am ehesten meine Theorie, sage ich jetzt mal. Also auf jeden Fall bin ich mir sehr sicher, wie gesagt, dass der Booster hinter all diesen paranormalen Phänomenen steckt, ja. Aber beim Motiv bin ich noch nicht ganz sicher. Ich habe gerade meine Theorie zu seinem Motiv geäußert, aber ob die wirklich stimmt, das weiß ich nicht genau. Vielleicht hat er auch irgendwas anderes vor. Aber was er wirklich vorhat, das wir uns dann hoffentlich gleich Catchreal erklären können. Jetzt habe ich die Wahrheit aufgedeckt. Das Rätsel ist erledigt. Interessant. Ich habe ja auch soeben meine Profiling-Evaluation abgeschlossen und konnte zu einem Fazit gelangen. Na schön, es wird wohl Zeit, die Wahrheit über die Schrecken vom Teerhaus und die Gespenster, die durch seine Flure streifen, zu offenbaren. Es scheint, als hätten wir beide gleichzeitig die Wahrheit herausgefunden. Wie enttäuschend. Gehen wir und sagen wir es Sola, ja? Sola, wir haben es geschafft, die Wahrheit hinter all den seltsamen Geschehnissen herauszufinden. Das haben Sie? Meine Güte, ich muss schon sagen, das kommt überraschend. Niemand sonst hat das geschafft. Ich hatte eigentlich erwartet, dass Sie ein wenig glücklicher über diese Neuigkeiten sind. Oh nein, ich bin glücklich. Bitte erzählen Sie mir alles, was Sie erfahren haben. Es hat sich herausgestellt, dass das Haus gar nicht von Gespenstern heimgesucht wird. In Wirklichkeit haben Sie Ihr Herz heimgesucht. Ich kenne nun die Identität des Gespensts. Es ist niemand anders als... Miss Darstellerin Vorname selbst. Wer? Nein, das stimmt nicht. Ich sag's mal anders. Nennen wir sie lieber... Königin Selbstdarstellerin die 13. Oh. Sola. Sie haben ihr wunderbares Geschick genutzt, um die Gespenster selbst herzustellen, oder? Sie haben all diesen Hokuspokus inszeniert und den Ermittlern ein unmöglich zu lösendes Rätsel vorgesetzt. Sola,
waren einsam, nicht wahr? Okay, da lag ich voll daneben. Es tut mir so leid. Ich wollte nur Gesellschaft. Ich brauchte wen zum Reden. Irgendwen. Ich konnte nicht mehr. Okay, also das Motiv habe ich ja sogar rausfinden können. Weil ich habe ja auch gedacht, dass das das Motiv war, warum man hier diese ganzen paranormalen Phänomene herbeiführen sollte, ist der Grund, um halt so ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen quasi und um dann neue Freunde zu finden. Also das Motiv habe ich schon richtig rausgefunden, nur war der Täter komplett falsch. Aber das wundert mich echt, dass es nicht Booster war. Aber das muss ich auch zugeben, das hat das Spiel auch sehr raffiniert gemacht. Weil es war halt wirklich die ganze Zeit so, dass dem Spieler vorgegaukelt wird, dass der Booster halt total verdächtig ist, weil er immer wieder am Tatort auftaucht. Und deswegen wurde wirklich der Spieler da so ein bisschen hingeleitet, dass man denkt, dass es Booster sein könnte. Das hat mich jetzt tatsächlich sehr an die anderen Professor Layton-Spiele erinnert, mit Hirsch und Layton. Man darf es ja auch häufig so, dass dann der Spieler da auch so ein bisschen hinters Licht geführt wurde, teilweise, und dass einem ein anderer Täter vorgegaukelt wurde, als der das letztendlich war. Deswegen, das ist echt cool. Also, wie gesagt, Motiv habe ich rausfinden können, aber der falsche Täter. Na gut. Also bei mir können Sie sich immer melden, Sola. Ich plaudere mit Ihnen, wann Sie wollen. Oh, Catriel, Sie sind zu freundlich. Und keine Sorge, Sie bezahlen den günstigsten Stundensatz. Du willst es ihr in Rechnung stellen? Du weißt aber schon, dass Sola nicht einmal zum Plaudern hier war. Meinst du, sie verkleidet sich wieder als Gespenst? Kein Grund zum Lautgeben, Shirl. Sola hat jetzt viele neue Freunde. Geisterjäger strömen zu ihrem Haus. Sie hat sogar einen Club für Leute eingerichtet, die so etwas interessiert. Er nennt sich die Übernatürlichen. Ist das so? Vielleicht wären sie auch an einem übernatürlichen sprechenden Hund interessiert. Ich bin nicht freiwillig nackt. Jedenfalls freue ich mich für Sola. Wenigstens muss sie keine einsame Wölfin mehr sein. Ja, aber sie überkompensiert vielleicht auch etwas. Anscheinend gibt es jeden Tag Gespensterpartys bei ihr im Haus. Sie hat sogar dieses Foto geschickt. Ich muss schon sagen. Schockierend. Okay, darf ich's aussehen? Ja. Oh, süß. Sie war so lange nur der Schatten ihres wahren Potenzials. Immer hat sie nur in diesem großen, einsamen Haus darauf gewartet, dass sie jemand bemerkt, dass jemand ihr Freund wird. Jetzt hat sie Dutzende von Freunden und kann ihr Leben endlich genießen. Oh, schön. Okay, und ich möchte speichern, ja. Und, wieder der Älteste. Gut. Du erhältst ein neues Fallfinale namens Geistergaudi. Okay, bei der Party wahrscheinlich dann. Und neues Minispiel im Modekatalog ist verfügbar. Und auch bei die große Schiebung. Cool. Ja, dann schauen wir uns mal am besten, würde ich sagen, noch das Fallfinale. Oder will ich das für den nächsten Part aufheben? Das heben wir sogar für den nächsten Part auf, würde ich sagen. Dass wir uns das dann am Anfang noch angucken können. Wir machen jetzt mal noch erst, würde ich sagen, hier große Schiebung und Modekatalog. Wir fangen mal an mit die große Schiebung, weil das meistens etwas komplizierter ist und Modekatalog ein bisschen einfacher. Mal schauen. So, Nummer 5. Brings. Nein, lauf. Der Ball wird herunterrollen und Shirl zerquetschen, falls der Block, der ihn stützt, wegfällt. Und wir reden hier nicht von einem Tennisball. Okay, am besten in 4 Zügen sollte ich lösen. Oh Gott, das sind viele Bälle. Und wo genau rollen die jetzt hin? Einfach geradeaus? Ich nehme mal kurz den gelben Schalter weg. Wow. Ach du Scheiße. Oh Gott, okay, jetzt muss ich auch noch hier die Reihenfolge von diesen Kugeln richtig machen, die mir dann noch die Kisten zerstören müssen. Es wird immer komplizierter. Heieiei, okay. Ich habe sogar schon 5 Schalter. Ach du Scheiße. Das wird sehr kompliziert. Wenn ich mache nochmal neu. Ja. Ich weiß jetzt wenigstens, was ich hier so irgendwie tun muss vielleicht. Es gibt noch eine Sache, die ich auch kurz austesten will. Können die auch Löcher für mich vollstopfen quasi? Genau, können sie. Und dann kann Shirl da drüber laufen. Okay. Das wird bestimmt auch wichtig werden. Ich muss halt jetzt auch die Reihenfolge beachten, weil es vielleicht nicht unbedingt von Vorteil ist, gleich von Anfang an in alle Löcher Kugeln reinzubringen oder vor allem die Fässer zu zerstören. Oder nicht Fässer, die Kisten meine ich. Weil ich eventuell die Kisten noch als Wand brauche, damit Shirl dann da stehen bleibt. Deswegen, ich muss mir ja wirklich große Gedanken
über die richtige Reihenfolge machen, was sehr schwierig ist, wie ich finde. Also ja, das Rätsel hat's auch ziemlich in sich. Ich frage mich wieder mal, wie ich denn überhaupt zum Ziel irgendwie kommen soll. Ja gut, da habe ich aber eine Idee. Es ist doch eigentlich gar nicht so schwierig, oder? Warte mal kurz. 1, 2, 3, 4... Achso, nee, okay. Ich habe jetzt eine Lösung gefunden mit 5 Zügen. Ich werde erstmal die mit 5 Zügen machen, ne? Weil die ist ziemlich einfach sogar. Erstmal. Also hier so. Da muss ich auch auf die Kugeln gar nicht so wirklich achten. Dann hier so. Ja, dann durch. Dann blau. Und, nee, dann muss oben sein. Rüber und hoch. Genau, das ist ziemlich einfach. Aber das in 4 Zügen zu lösen, das ist schon eher problematisch. So. Weil, ich meine, hier bei der 5-Züge-Lösung habe ich jetzt wirklich die Kugeln oder auch die Kisten wirklich gar nicht benutzt. Und das muss ich jetzt dann bestimmt gleich bei der optimalen Lösung mit Sicherheit machen. Was ich mich schon die ganze Zeit frage ist, kann ich denn bei diesen oberen beiden Kisten, kann ich es da schaffen, dass ich nur die linke von denen zerstöre? Das wäre nämlich echt cool. Wenn ich nämlich dann da so hinlaufen könnte, und dann Shirl bei der rechten Halt machen würde und dann nach oben laufen könnte, dann wäre ich fertig. Das wäre ziemlich cool. Aber ich sehe keine Möglichkeit, wie ich nur die linke Kiste zerstören kann, aber nicht die rechte. Oder gibt's da doch eine? Ich überlege gerade. Aber ich glaube nicht, dass es geht. Nee. Ich wüsste nicht wirklich wie. Was habe ich denn ansonsten überhaupt noch für eine Möglichkeit, das irgendwie hinzukriegen, in nur 4 Zügen? Ich weiß nicht genau, das ist schwierig, weil wenn ich es eben schaffen könnte, die linke Kiste zu zerstören, nur die linke, und die rechte würde noch da bleiben, dann wäre ich fertig. Weil dann müsste ich mit Shirl nach links laufen, bei dem blauen Block Halt machen, nach oben laufen, bei dem gelben Block Halt machen, nach rechts laufen, zu der rechten Kiste, die noch da ist, und nach oben laufen und ich bin fertig. Das wäre cool. Irgendwie habe ich schon den Eindruck, dass es funktionieren muss irgendwie. Ich weiß noch nicht genau wie, halt. Ich meine, die Sache ist halt die, ich meine, ich kann hier das oben das Loch füllen. Aber wenn ich jetzt dann gleich die andere da losschicke, diese rechte Kugel, wenn ich halt diesen lila Mondschalter wegmache, dann wird die ja auf jeden Fall beide Kisten zerstören. Kann ich es irgendwie verhindern? Das muss doch irgendwie gehen. Nee, ich weiß aber nicht wie. Bam. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ehrlich gesagt. Hui. Kann ich denn die Kugeln noch irgendwie weiter verändern, ihre Position, nachdem sie schon mal gerollt sind? Nee, oder? Ich glaube nicht. Ja, und jetzt? Keine Ahnung. Puh. Ja, das ist das erste, die große Schiebungsrätsel, wo ich wirklich länger hänge. Aber finde ich auch ganz gut so, weil die sollen ja auch schwierig sein. Ich habe leider keine Ahnung. Ich meine, es wäre halt ganz cool, wenn ich da noch irgendwie da oben eine Kugel hinbringen könnte. Weil ich weiß noch nicht genau, wie sich die Kugeln verhalten, wenn sie aufeinandertreffen. Das weiß ich noch nicht genau, wie das dann funktioniert. Ob die dann einfach beide anhalten oder ob dann die hintere der vorderen Schwung mitgibt und sich dann die vordere weiter bewegen wird oder so. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube sogar eh, dass ich es gar nicht wirklich schaffen kann, dass überhaupt zwei Kugeln aufeinandertreffen, oder? Kann ich das mal irgendwie versuchen hinzukriegen? Ja, doch kann ich schon. Lass mich mal kurz testen, was da eigentlich passiert. Mach mal kurz hier sowas. Und jetzt mache ich den roten Schalter. Was passiert da jetzt gleich? Okay, dann wird die andere sich weiter bewegen. Ja. Kann ich mir das irgendwie zunutze machen? Damit ich nur die rechte Kiste zerstören kann, geht das jetzt irgendwie? Das muss doch irgendwie gehen, oder? Irgendwie geht es bestimmt. Ich weiß nur nicht wie. Verdammt. Oh Mann, ey. Nee. Ich bin mir nicht sehr. Ja, ich glaube, dass ich hier auch dann gleich einen Schnitt machen muss, weil ich mir zu unsicher bin. Ich es aber natürlich noch ganz gerne lösen wollen würde. Ist halt auch blöd, dass ich hier keine Hinweise benutzen darf, aber das macht es auch schwieriger. Und ich meine, das ist ja auch eine richtig coole Rätselart. Also ich glaube, selbst wenn es Hinweise geben würde, ich würde was, glaube ich, keine benutzen wollen, weil das halt echt cool ist, weil es halt voll viel Spaß macht. Und weil ich das eh selber lösen will. Ich bin mir halt leider echt total. Ich will noch mal kurz was austesten. Wenn ich den
Was haben wir jetzt gerade überlegt? Genau, den grünen Block darin mache. Und jetzt gelb wegnehme. Achso, nee, es funktioniert da nicht. Verdammt, ich dachte, jetzt wollte ich wieder testen, wenn ich jetzt rot wegnehme. Aber dann wird ja der rechte Schalter geht dann auch weg und die Kugel geht dann bis ganz rechts rüber. Das ist eben nicht das, was ich will. Nee, das passt auch nicht. Wenn ich aber jetzt zuerst... Warte mal kurz, wenn ich zuerst blau mache. Achso, nee, jetzt ist ja das eh weg. Verdammt. Das wollte ich jetzt auch nicht. Ich habe immer noch die Vermutung, dass es irgendwie geht. Dass ich nur die linke Kiste wegmachen kann. Weil, wie gesagt, wenn ich das hinkriegen würde, dann hätte ich es geschafft. Dann wäre ich fertig. Die Sache ist halt die, dass ich auch nicht wirklich eine andere Möglichkeit sehe, wie es überhaupt klappen kann. Das ist halt noch mein Problem. Wenn ich das nochmal kurz so machen, wie gerade eben. Warte mal kurz. Hier so. Und dann jetzt aber zuerst mal lila. Und jetzt blau. Und jetzt rot. Dann kann ich da jetzt voll die coole Kettenreaktion machen. Bam. Die mir voll viel bringt. Oder auch nicht. Nee, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, leider. Ich muss, glaube ich, kurz einen Schnitt machen. Ja. Und ich werde es mal überlegen und ein bisschen rumprobieren. Und gleich sehen wir uns dann wieder, wenn ich dann eine Lösung gefunden habe. Für dieses Rätsel. Und wir das dann hoffentlich hinkriegen können. Also dann bis gleich. Okay. Jetzt habe ich es, glaube ich, herausgefunden. Und es ist doch so, dass ich beide oberen Kisten, glaube ich, da lassen muss. Weil ich kann es nämlich ziemlich sicher dann doch nicht schaffen, nur die linke zu zerstören. Aber ich muss es dann gleich einiges richtig machen. Das ist sehr schwierig, wie ich finde. So, ich habe mir Folgendes überlegt. Ich will die oberen beiden Kisten nicht zerstören. Deswegen mache ich erstmal dann den hier. So. Dann mache ich den blauen. Gut. Was nämlich mein eigentliches Ziel ist, ist, dass ich die Kugel, die jetzt links in der Mitte noch ist und noch nicht rausgerollt ist, dass ich die jetzt dann gleich da rausrollen lasse, dass sie gegen die andere prallt und dann unter der Kiste rechts oben stehen bleibt. Das ist nämlich gut. Wenn ich nämlich dann links von dieser Kugel Shirl hinbringe, kann er nach oben laufen und dann ist er fertig. Deswegen ist man jetzt am besten gleich schnell. Ja. So. Jetzt müssen wir noch die Reihenfolge von den anderen richtig machen. Also ich muss auf jeden Fall mit der gelben Kugel die zerstören. Ja, war das jetzt falsch? Moment. Das war... das war falsch, stimmt's? Das war falsch, genau. Moment, nee, mach nochmal Zug zurück. Ich will nicht zuerst den anderen reinhauen, dass das Loch da weg ist. Genau. Und jetzt den gelben machen. So, jetzt werden die Kisten... Ah, nee, noch ein Fehler. Nein, Moment. Zurück. Boah, kompliziert. Grün auch noch vorher wegmachen. So, jetzt aber. Nein, nicht den, sondern den gelben. Jetzt aber, genau. Die Kisten gehen weg. Und die eine ist da unten. Das ist wichtig. Denn jetzt kann ich dann hier nach links laufen. Bin nicht ganz am linken Rand. Kann hier nach oben laufen und gegen die Kiste laufen. Jetzt gegen diese eine Kugel, die wir da mühsam hingebracht haben. Und dann nach oben. Boah. Yeah. Das war super schwierig, finde ich. Aber auch echt cool. Und wir haben erst die Hälfte von denen. Die anderen werden nochmal schwieriger werden. Also ich freue mich da wirklich schon riesig auf die. Weil das ist wirklich eine richtig coole Rätselart oder ein richtig cooles Minispiel hier in diesem Spiel. Und ich freue mich schon sehr auf die anderen 5 Level dann noch. Wird, glaube ich, echt cool werden. Weil das war jetzt auch schon echt einfach. So. Gut. Aber dann will ich erstmal sagen, Leute, war es dann hier auf diesem Part von Let's Play Layton's Mystery Journey, Catch Riel und die Verschwörung der Millionäre. Beim nächsten Mal wird es dann damit weitergehen, dass wir am Anfang des Parts noch so ein bisschen anderes Gedöns machen, uns wahrscheinlich das Fallfinale angucken und eventuell den Modekatalog auch noch spielen. Und ob ich wieder neu einrichten will, weiß ich gar nicht, muss mal gucken. Weil ich will dann eigentlich schon beim nächsten Mal auch mit dem nächsten Fall, mit dem sechsten Fall dann noch anfangen, dass wir vielleicht noch ganz, ganz kurz wenigstens erfahren können, was da so los ist. Aber werden wir dann beim nächsten Mal schon noch alles genauer sehen. Okay. Auf jeden Fall würde ich dann auch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.